Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bis vor kurzem durften psychisch kranke und behinderte Menschen nicht wählen oder gewählt werden, wenn für sie ein Berufsbetreuer in allen rechtlichen Angelegenheiten dauerhaft bestellt worden war. Auch die wegen Schuldunfähigkeit im Maßregelvollzug untergebrachten Straftäter waren von der Wahl auf Bundesebene ausgeschlossen. Diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht in einem im Februar veröffentlichten Beschluss für verfassungswidrig und damit für unzulässig erklärt. Sie verstoße, so die Richter, gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung. Als Begründung führte das Gericht unter anderem an, dass der von Zufälligkeiten abhängige Umstand des Betreutwerdens kein sinnvolles Kriterium für eine solch weitreichende Beschränkung von Rechten sei. Und tatsächlich ist etwa die Wahrscheinlichkeit, eine Betreuung in allen Angelegenheiten zu erhalten, in Bayern um ein Vielfaches höher als in Bremen. Zudem kommt es bei einer Versorgung im Familienkreis in der Regel nicht zur Erteilung einer Betreuungsvollmacht, sodass in diesen Fällen das Wahlrecht erhalten bleibt. Letztlich war der Wahlrechtsentzug also davon abhängig, ob wegen des Vorliegens eines konkreten Betreuungsbedarfs die Bestellung eines Betreuers erfolgte oder ob dieser aufgrund fehlender Erforderlichkeit unterblieb. Meine Damen und Herren, nicht zum ersten Mal war es das Bundesverfassungsgericht, dass die Politik auf einen unhaltbaren Missstand aufmerksam gemacht hat. So hat beispielsweise das höchste deutsche Gericht 1993 in seinem Urteil zur Reform des Paragraphen 218 StGB nicht nur die Fristenregelung kassiert, sondern den Gesetzgeber auch verpflichtet, seiner Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht hinsichtlich der Wirksamkeit des mit dem Beratungsschutzkonzept angestrebten Lebensschutzes nachzukommen. Und in mehreren Urteilen wurde der Politik von Karlsruhe ins Stammbuch geschrieben, dass die Erziehungsleistung von Eltern bei der Rentenversicherung angemessen zu berücksichtigen sei. In beiden Fällen hat man die Aufforderungen des Gerichts so gut wie möglich ignoriert und damit bei manchen Bürgern Zweifel an der Verfassungstreue ihrer Regierenden geweckt. Diesmal hat die Politik prompt reagiert. Erst vor 2 Wochen wurde im Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das betreuten und psychisch kranken Menschen aktives und passives Wahlrecht gewährt. Auch auf Landesebene liegt uns heute ein Gesetz vor, das eben dieses Ziel für den kommunalen Bereich verfolgt. Warum erst das Bundesverfassungsgericht dafür sorgen musste, dass dies passiert, ist allerdings eine nur zu berechtigte Frage. Schon 1994 wurde Artikel 3 Grundgesetz um das Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung ergänzt. Im Jahr 2006 beschloss die UN die Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 in Deutschland Rechtskraft besitzt. Und dennoch hat es weitere 10 Jahre und ein Verfassungsgerichtsurteil gebraucht, um die Politik in Sachen Wahlrecht wirklich in Bewegung zu setzen. Dafür bewegt sie sich jetzt umso heftiger. Während das Verfassungsgericht lediglich den pauschalen und von Zufälligkeiten abhängigen Ausschluss kritisierte, gleichzeitig aber eine differenzierte Regelung ausdrücklich für möglich erklärte, löst der hier vorliegende Gesetzesentwurf das Problem radikal. Aus einem grundsätzlichen Verbot wird, vielleicht auch unter dem Druck der anstehenden Wahlen, eine grundsätzliche Erlaubnis. Ein komplexes Problem wird also unterkomplex gelöst. Dabei stellen sich natürlich eine ganze Menge ernsthafter Fragen. Wie soll in Zukunft gewährleistet werden, dass die vom Bundesverfassungsgericht als Voraussetzung für das Wahlrecht geforderte Möglichkeit zur Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen in hinreichendem Maße gegeben ist? Besteht nicht die Gefahr, dass insbesondere bei einer Assistenz durch Dritte die Grenze zwischen zulässiger Wahlhilfe und strafbarer Stellvertreterwahl unkontrolliert überschritten wird? Wäre es nicht besser, wie es eine von der damaligen Bundesarbeitsministerin Nahles 2016 in Auftrag gegebene Studie vorschlägt, die Betreuungsgerichte in jedem Einzelfall entscheiden zu lassen, ob eine Wahlfähigkeit vorliegt oder nicht? Und geraten wir nicht in einen Widerspruch zu Artikel 38 Grundgesetz, der Minderjährige aufgrund der pauschalen Vermutung fehlender Entscheidungsfähigkeit von der Wahlteilnahme ausschließt, wenn wir gleichzeitig ebenso pauschal einer Gruppe das Wahlrecht zugestehen, in der es zweifelsfrei Personen gibt, die diese Entscheidungsfähigkeit nicht besitzen? Meine Damen und Herren, das alles sind nur zu berechtigte Bedenken, die eigentlich eine differenzierte Lösung verlangen. Wenn wir der vorliegenden Regelung dennoch zustimmen, dann deshalb, weil sie schlichtweg die bessere von 2 mit Mängeln behafteten Alternativen ist. Denn letztlich stehen wir hier vor einem unlösbaren Dilemma.
Selbst wenn wir nur einen Teil der umfassend Betreuten vom Wahlrecht ausschließen, dann verweigern wir einer mehr oder weniger großen Zahl von Menschen zu Unrecht ein elementares staatsbürgerliches Recht. Trotz aller Sorgfalt nämlich wird es kaum möglich sein, trennscharfe Kriterien für eine Art Wahlreifeprüfung zu formulieren. Gewähren wir hingegen ohne jede Prüfung jedem das Wahlrecht? Ich habe doch 6 Minuten. Bitte? Ach so, Entschuldigung, jetzt war ich hier durch diese Wechselrei. Entschuldigen Sie bitte, Herr Abgeordneter. Okay, ich beginne den Satz nochmal. Selbst wenn wir nur einen Teil der umfassend Betreuten vom Wahlrecht ausschließen, dann verweigern wir einer mehr oder weniger großen Zahl von Menschen zu Unrecht ein elementares staatsbürgerliches Recht. Trotz aller Sorgfalt wird es nämlich kaum möglich sein, trennscharfe Kriterien für eine Art Wahlreifeprüfung zu formulieren. Gewähren wir hingegen ohne jede Prüfung jedem das Wahlrecht, dann werden zwangsläufig manche wählen, die aufgrund fehlender Entscheidungsfähigkeit die Voraussetzung dafür nicht mitbringen, und es wird sicherlich auch zu Manipulationsfällen kommen. Weil es aber letztlich besser ist, offensichtlich vermeidbares Unrecht in Kauf zu nehmen, als selbst Unrecht zu begehen, müssen wir uns vernünftigerweise für die erste Lösung entscheiden. Denn nur so stellen wir sicher, dass auch Menschen mit Behinderung ihr Recht auf politische Teilhabe im Rahmen von Wahlen wahrnehmen können. Und das ist am Ende das, worauf es ankommt. Vielen Dank. Applaus